Kochen für Kinder, das stand heute beim Oberbürgermeister auf dem Plan. Im Kindererlebnisrestaurant konnten heute 30 Kinder unter dem Motto Tischlein deck dich Köstlichkeiten mit Märchen serviert zubereiten. Eine Sterntalersuppe, ein Knüppel aus dem Sack, das sind Geflügelwiener in Blätterteig mit einer Soße, das wird mit Rohkost serviert, einen süßen Brei auch nach dem Märchen mit einem Obstpüree. Wie begeistert man Kinder für das Thema gesunde Ernährung? Mit dieser Frage setzte sich die Leipziger Kinder- und Familienförderung auseinander und schuf im Oktober 2012 eine Einrichtung, die den Kindern Kochen und Lebensmittel ein wenig näher bringt. Ich finde, das ist eine wunderbare Idee, dass man Kindern die Möglichkeit gibt, über Kochen, über Essen auch ganz neu diese Formen und diese Kulturtechnik auch wieder kennenzulernen. Denn in vielen Familien findet das einfach nicht mehr statt und das finde ich ganz, ganz schade. Insofern haben wir gerne hier unterstützt. Ganz begeistert gingen die Kinder aus dem Hort der Astrid-Lindgren-Schule ans Werk. Von Obstschälen, Würstchen in den Blätterteigrollen bis zum Sternchen ausstechen hatte jedes Kind eine Aufgabe. Mit lächelnden Gesichtern waren alle voll bei der Sache. So macht gesunde Ernährung Spaß und findet einen Platz im Leben der Kinder.